Punkrock. Ihr hört Punkrockers Radio, die Sendung heißt Kopfpunk, mein Name ist Marco und heute zu Gast per Skype zugeschaltet aus Freiburg und Umgebung 10 Volt Shock und zwar der Mario und der Frank. Hallo. Ja. Hallo. Ich habe euch eingeladen, Kopfpunk ist eigentlich eine Sendung für deutschsprachigen Punk und zwar für neuen deutschsprachigen Punk. Jetzt abseits von diesen 80er, 90er Geschichten im deutschsprachigen Bereich hat sich da ja über die letzten Jahre etwas etabliert im textlichen Bereich, teilweise aber auch im musikalischen Bereich, wo sich Punk ein bisschen geöffnet hat in andere Bereiche rein. Hardcore und Noise Rock spielen da auch eine Rolle und irgendwie über die letzten Jahre habe ich euch dann wahrgenommen und vor allen Dingen letztes Jahr habe ich die Straßburg-LP von euch wahrgenommen. 10 Volt Shock habe ich jetzt in der Recherche erfahren, gibt's aber schon seit 2000 oder 2002. War ein bisschen schwierig, die Internetrecherche, weil das Internet nicht so viel zu euch rausspuckt und auch die Fanzines, die ich hier zu Hause sammel, haben mir nicht groß weitergeholfen. Ne? Könnt ihr mir was zu eurer Biografie sagen? Wie hat sich die Band gegründet? Anscheinend gibt's die jetzt schon 14 Jahre, stimmt das? Mario? Ja, uns gibt es seit 14 Jahren. Wir haben uns im Jahre 2000 gegründet und haben dann eigentlich erstmal so ein Jahr lang einfach nur geprobt und ausprobiert, ohne groß irgendwie was vor Augen zu haben und hatten dann mal, ich glaube, Silvester 2000 in Freiburg in so einem Keller und der war total gut, heiß und wild und danach haben wir irgendwie beschlossen, wir machen das jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Und vielleicht kann der Frank jetzt einfach da noch mal ein bisschen weiter erzählen. Oh. Ja, dann haben wir weitergemacht, genau. Nee, wir, also ich selber mache schon mit Kurt schon seit 1992, 93 schon Musik. Und wo es dann mit Kurt ein bisschen weniger wurde, bin ich mit den anderen eben in Kontakt gekommen. Und dann haben wir eben 2000 mit 10 Volt Shock angefangen. Und ja, das hat, wie gesagt, gut geklappt und dann war immer weiter. Das ist ja auch nichts, wo man jetzt großartig irgendwo hin will. Wir treffen uns halt öfters, proben und dann machen wir halt Konzerte und das war's dann auch wieder. Also deswegen liest man auch nichts Großes, denke ich, über uns, wenn man da jetzt lang rum recherchiert oder nach uns sucht, wenn man sich finden. Ich finde es trotzdem ungewöhnlich, weil das ist die vierte LP, die erschienen ist letztes Jahr, Straßburg. Und ich bin jetzt nicht der Noise Rock-Hörer groß. Das ist für mich gerade, ich kämpfe mich da gerade so ein bisschen rein in die Materie seit einigen Monaten und habe das vielleicht deswegen nicht auf dem Kanal gehabt, aber so wie ich es im Internet feststelle, so viel hat es gar nicht gegeben, außer wie du halt gerade sagtest, viele Live-Konzerte und Aufnahmen immer wieder. Ne? Ist das Konzept, gehört das dazu? Soll das gar nicht so präsent sein oder gab es schlichtweg keine Anfragen? Also weder Konzept noch gab es keine Anfragen. Anfragen haben wir immer und deswegen spielen wir auch immer. Aber wir machen uns jetzt da nicht so was Großes draus, dass wir jetzt da die Ziele oder die Ambitionen haben. Wir haben halt macht Spaß dabei und machen das jetzt halt eben schon 14 Jahre und mit Kurt dann schon, sind das schon über 20, 22 Jahre, da macht man sich auch keinen Kopf mehr drauf. Das glaube ich absolut, ne? Aber ihr zieht das gnadenlos durch. Ihr kommt gerade von einer 10-tägigen Tour, wenn ich das richtig gelesen habe, und hattet gestern Tourabschluss in Freiburg. Ne? Wie war's? Mario? Was gestern jetzt oder überhaupt? Freiburg und überhaupt. Okay, ich fange mal bei überhaupt an.
Da kann ich mal aus den Vollen schöpfen. Also, wir waren jetzt insgesamt 11 Tage in Frankreich und ein bisschen Baskenland und dann ein bisschen Deutschland noch. Und es war eigentlich durch die Bank weg, total für jeden Tag immer 5 Stunden im Auto gehockt. Auf einer Strecke waren es sogar 8 Stunden. Immer so den gleichen Tagesablauf mit Autofahren, Ankommen, Spielen und ja, ein bisschen feiern bis morgens. In unserem Alter auch nicht mehr ganz so unanstrengend, aber trotzdem immer wieder lustig. Und man hätte sich da jetzt wirklich auch noch länger dran gewöhnen müssen können, aber so langsam bin ich auch froh, dass es so ein bisschen ausklingt. Ja. Ne? Und je nachdem, ich meine, wir hatten halt auch ein paar schwächere Tage, sagen wir mal Montag, Dienstag, da waren die Konzerte dann auch okay, super, aber halt nicht so super besucht, weil das halt einfach ein bisschen schwierig ist, da auch die Leute dann entsprechend ranzukarren. Und an den Wochenenden war es wirklich großartig. Also einmal auf so einem Festival in Pau, das ist irgendwie in den Pyrenäen in Südfrankreich, großes Festival, das war großartig. Und am Wochenende, diesem Wochenende in Paris, Samstagabend, letzte Band auf einer großen Bühne und es war wirklich auch super. Ja. Und ja, gestern war dann halt so ein bisschen Montagabend in Freiburg ausklingen. Das war auch ganz okay, aber man hat doch schon gemerkt, dass es jetzt ausklingt. Ja. Okay. Und man kann das ja ruhig sagen, auf eurer Bandpage 10voltshock.de findet man auch die zukünftigen Tourdaten. Im Mai geht schon wieder weiter.
Punk. Woher kommt dieser Schwerpunkt Frankreich? Ich habe gelesen im Internet, zwischen 2010 und 2013 wart ihr vor allen Dingen in Frankreich live unterwegs. Ich meine, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, wenn es gut läuft, dann kehrt man natürlich gerne zurück. Aber woher genau kommt diese Fixierung auf Frankreich? Also, soll ich, Mario? Ja, ich kann ja ergänzen, wenn es blöd ist. Gerne Frank. Also ey, ich muss da wieder ausholen mit der Vorband Kott eben. Da haben wir in Frankreich auch schon immer viel gespielt und da sind einfach schon viele Fans da, sag mal, viele ältere Leute, die auch so Neues Rock hören. Und ja, und das ist immer ganz toll, weil da halt so das Publikum zwischen, sag mal, 25, 30 und 50 Jahre alt ist und ja, alle halt Fans von solcher Art von Musik. Und da haben wir es einfach leichter und da kommt man dann auch aus dem Ausland, dann hat man es nochmal leichter, wie jetzt in Deutschland zu spielen. In Deutschland reduziert sich also letztendlich auf Hamburg, Köln, Berlin und dann noch ein paar weitere Städte. Aber ja, im Großen und Ganzen hat man in Deutschland eigentlich das meiste abgegrast und so die kleineren Städte sind dann auch nicht so spannend in Deutschland. Ja, du hast die Band jetzt eben schon mal erwähnt, die Vorgängerband Kurt. Hatte ich auch nicht auf dem Plan. Ne? Habe ich mir aber jetzt hier in der Recherche heute nochmal auf YouTube angehört. Wo sind für dich die wesentlichen Unterschiede? Es ist ein bisschen weniger Gesang geworden über die Jahre, oder? Ja, das ist stimmtechnisch, ja klar. Ja. Wenn man dann unterwegs ist, kann man nicht mehr so viel singen, da reduziert man das. Auch die Songs sind kürzer geworden, einfach, das war also 90er Jahre. Hardcore Noise, so M-Rap-mäßig, so in die Richtung noch. Und die Thermal Shock-Sachen sind einfach doch kürzer und ein bisschen prägnanter vielleicht und ja, ein bisschen experimenteller. Ja. Frank, wie komponiert ihr Songs irgendwie? Entsteht sowas im Proberaum oder ist da so ein Band-Hitler irgendwie, der sehr dominant ist oder entsteht alles gemeinsam? Im großen Ausnahmefall, aber eigentlich entsteht alles zusammen, gemeinsam im Proberaum, noch ein paar Bier. Ja. Dann gibt sich das eines zum anderen und ohne auch irgendwas aufzuschreiben oder auch Kenntnisse von Noten oder ähnlichen Harmonien oder so zu haben. Ja. Also wir machen einfach drauf los so. Ja. Deswegen dauert es auch immer so 14 Jahre, ne? Ich glaube, wenn wir uns ein bisschen besser auskennen würden, würde das auch alles schneller gehen, aber das ist ja gerade sehr. Also ich muss sagen, ich finde eure Musik sehr zugänglich, auch wenn sie für viele ungeübte Ohren bestimmt sehr abschreckend sein kann und nervtötend irgendwann auch werden kann, weil sie auf einem ziemlich gleichbleibenden Level auch irgendwie abläuft. Aber ich finde da immer noch einen Zugang zu und empfinde eure Musik immer so als Musik ohne Sänger. Es gibt ja mehrere Bands in dem Bereich, die sich darauf spezialisiert haben, eher instrumental tätig zu werden. Ne? Woher kommt bei euch die Reduzierung auf das vor allen Dingen Musikalische? Beziehungsweise, ich muss dazu sagen, ich habe die Straßburg als LP, aber da ist keine Textbeilage bei. Und das ist ja sicherlich auch Absicht. Also ihr wollt ja gar nicht mehr die Leute mit den Texten auf der Ebene beschäftigen oder woher kommt diese Benutzung der Stimme nur noch eigentlich als Instrument und nicht mehr so für die textliche Aussage? Ich frage mal den Frank. Genau, ja. woher kommt das? Es kommt ohne Absicht. Entschuldigung, also es ist ja erstmal, glaube ich, ein Unterschied zwischen diesen beiden Bands. Und als 10 Volt Shock angefangen haben, da habt ihr euch da sicherlich einen Plan gemacht, was ihr nicht mehr wollt oder wohin die Reise gehen sollte. Nee, ne? Gar nicht. Nö. Ne? Also was heißt, ja, wie könnte man das jetzt sagen? Also wenn wir halt Musik machen, dann muss es halt einfach interessant bleiben, auch wenn ihr das Lied 20 Mal gespielt habt. Es muss relativ kurz sein. Es darf nicht das gleiche Riff 20 Mal hintereinander sein. Also das darf auch mal sein, eine längere Passage, aber es muss einfach spannend bleiben für den Zuhörer, für uns selber vor allem. Und da keiner von uns richtig gut jetzt, sag mal, schön singen kann, melodisch, muss man die Stimme halt als Instrument einsetzen und dann ist natürlich auch begrenzt.
Ja, ich hatte noch an mehr gedacht, irgendwie. Ich dachte noch an so eine inhaltliche Verweigerung. Worum geht's denn in den Texten? Also ich habe die Straßburg, habe ich jetzt locker jetzt über die Monate so 20, 30 Mal gehört und ich könnte jetzt aber nicht wirklich irgendwas mitsingen. Ne, Das könnte ich auch nicht. ne, Das kann keiner von denen, außer mir natürlich. Und spontan könnte ich sie auch nicht sagen. Aber die Texte sind aufgeschrieben und ich kann sie dir auch gerne schicken, wenn du die Interesse dran hast. Ach ja, Die sind gar gerne. nicht so schlecht. Ja, ich glaube das Aber sehr, sogar. sehr persönlich. Deswegen muss es nicht jeder einfach auch haben. Check, genau. Punk, euer wöchentlicher Podcast für neuen deutschsprachigen Punk auf Punkrockers Radio. Punkrockers Radio ist ein DIY-Webradio und wir sind dringend auf Spenden angewiesen. Ihr findet auf der Homepage www.punkrockers-radio.de alle nötigen Hinweise, um uns vielleicht am Monatsende ein paar übrig gebliebene Euros oder Cents überweisen zu können. Das wäre sehr nett und würde dafür sorgen, dass die Sache hier auch dauerhaft fortbestehen kann. Okay, aber schickt mir doch gerne die Texte. Würde mich Ja. wahnsinnig interessieren, ne? Also im Internet veröffentlicht ihr sowas nicht, ne? Nee. Nee, nee. Aber Was? kurz dazu, ein Grund war natürlich, dass die Platte recht teuer war durch das Siebdruckcover. Ja. Also das ist schon richtig teuer geworden. Aufnahme war teuer und alles und das pressen lassen. Und man hätte noch Artwork machen können, wie bei Platte davor auch, aber es war auch eine finanzielle Sache zu der Zeit. Ja. Und es hat einfach auch die Idee gefehlt. Also weil es von vornherein klar war, es wird ein bisschen teurer, dann hat man das ein bisschen außen vor gelassen.
Aber wenn wir jetzt unbedingt gewollt hätten, hätte es natürlich auch klappen können, ja. Ja, ich hatte es einfach so als Aussage genommen. Aber gut, man interpretiert da manchmal mehr rein, als dann eigentlich ist irgendwie. Ne? Aber ich meine, das Bild geht ja weiter, weil auf der Platte steht dann, auf der Rückseite steht dann unten 10 Volt Shock A Guitar Bass Drums irgendwie. Ne? Also, dass ihr eigentlich Frank an der Gitarre, Mario am Bass und Markus am Schlagzeug seid, denn da wird ein bisschen Geheimniskrämerei drum gemacht. Ne? Ja, nachlesen, ne? Bitte? Das kann man ja dann irgendwo nachlesen. Ja, ich jetzt in meinem Fall, weil ich die Info habe von welchem Label? Von. Steht gar nicht drauf. Ich habe bloß eine Info. Hätten wir jetzt die Webcam an, könntet ihr sehen, von wem die ist. Wahrscheinlich habt ihr die selber geschrieben. Ich weiß gar nicht. Ja? Aber da steht es dann nochmal drauf. Ne? Und ist das bei den anderen Platten auch so? Werden da die Namen auch nicht erwähnt von den Musikern? Frank? Ja, also wichtig ist es für uns nicht, deswegen, Ja. ja, nee, ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt schon mal drauf geschrieben haben, bestimmt mal, aber das stimmt schon, wir wollen es dann schon so reduziert halten, also wenn wir jetzt auch keine Texte, nichts haben, das haben wir schon immer so gemacht, dass es dann sehr reduziert waren, Informationen, auch keine Bilder oder sowas, also einfach nur auf die Musik bezogen, das war schon unsere Absicht. Ja, okay. Ihr habt eben gesagt, die Songs entstehen im Proberaum und sind miteinander. Die entstehen oder die entstehen halt nicht, aber die werden jetzt nicht großartig vorbereitet, ne? Eure musikalische Prägung und euer musikalischer Geschmack lässt dann aber auch nur bestimmte Sachen zu, beziehungsweise lehnt viele Sachen ab. Dessen seid ihr euch aber auch schon bewusst. Also da spielt ihr dann schon mit Absicht mit, ne? Quatscht ihr da viel drüber, was ihr wollt und was ihr nicht wollt? Oder ist es. Läuft das einfach so blind und ich meine, ihr seid so lange zusammen, 14 Jahre, irgendwie quatscht man sich da überhaupt noch ab, was man musikalisch will? Großartig Gedanken machen wir uns da eigentlich nicht. Diese Sachen entstehen einfach im Proberaum. Ja. Und manchmal dauert es natürlich dann auch ein bisschen länger. Und je nachdem, was wir halt jetzt gerade auch aktuell vielleicht auch hören oder wiederentdecken und so, kann das natürlich sein, dass wir mal wieder diese alte Platte dann rauskramen, dass man das gerade jetzt diesen Teil wieder mal total gut findet und dann mal jemand findet, hey, lass uns doch jetzt das mal wieder so machen wie da in dem Lied. Und dann kann man da schon auf so einer Idee mal irgendwie rumarbeiten. Und wenn man dann nach 4 Stunden merkt, ach, eigentlich war es dann doch nichts, dann ist es dann auch total okay. Aber dass man da jetzt irgendwie einen Masterplan im Kopf hätte, das ist wirklich nicht so. Also es ist dann auch wirklich, auch wenn wir uns jetzt nicht mehr so oft sehen zur Probe, ist es dann trotzdem nicht so, dass wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt ungefähr 20 Songs im Jahr machen oder sowas. Also das Okay. ist alles relativ unstressig, ja. Wäre es zu hippie-mäßig zu sagen, ihr jammt? Ja, das stimmt schon, ja. Dass es Ja, es ist, hippiemäßig ja. Aber ich glaube, im Vergleich zum Hippie-Tum immer das Ganze geben dann gleich Struktur rein, was es dann so ein bisschen ja. gegenspringt. Also jammen, wenn man das so sieht, das können wir ja gar nicht. Und wir machen das schon dann, also wenn wir dann dabei sind, hier zweimal das, dreimal das, aber es ist immer der Fokus drauf gelegt, dass es spannend bleibt und für uns selber interessant, weil wir spielen das Lied ja dann auch hundertmal. Und Ja, wenn da komm. eine Passage drin ist, die langweilig ist, dann fliegt sie raus oder das Lied, ganze Lied fliegt raus. Ja, korrigiert mich, aber so wie ich es wahrgenommen habe, besteht die ganze Straßburg-Platte eigentlich aus variierenden Rhythmusgitarren und eine Solo-Gitarre im klassischen Sinne ist da gar nicht zu hören, zum Beispiel, ne? Genau. Ne? Also, das ist so ein wesentliches Trademark irgendwie von euch, ne?
gucken. Ich habe mir ein paar YouTube-Videos angeschaut, so ein paar Handy-Bootlegs von irgendwelchen Konzerten so über die Jahre und da sind zwei Videos, die klingen etwas besser. Dieses Tour-Video irgendwie und sowas. Das ist schon, also ich mag schon die Besetzung mit dem Ampeg und mit dem Marshall-Stack einfach nur. Das ist alles sehr simpel gehalten, ne? Ist es so simpel irgendwie? Oder habt ihr da in Wirklichkeit noch 2 Quadratmeter Fußpedale vor euch? Mittlerweile schon, ne? Nee, Ja. Quatsch, nee, nee. Also wir haben echt relativ wenig, ne? Also wir haben jetzt mal wieder ein bisschen was, also sagen wir mal, für den Bass kann ich jetzt eigentlich sprechen, dass ich relativ wenig ausgetauscht habe. Ich habe mir mal einen Chromatic Tuner dazu gekauft nach all den Jahren und mal einen neuen Bass, aber sonst war ich da eigentlich relativ gut und sehr zufrieden. Ab und zu mal ein paar neue Saiten und dann neuen Speaker. Aber sonst ist das wirklich relativ einfach gehalten. Das heißt, du benutzt die Röhrenverzerrung von dem Ampeg. Und ich habe einen Verzerrer noch davor. Ah, okay. Naja. Aber sonst nichts. Und Naja. habe einen guten Bass. Ja, klar, auf jeden Fall. Ne? Also man sieht, es ist klein gehalten, aber es ist gutes Standardwerkzeug, genau wie das Marshall Stack. Aber da war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Hast du auch einen Marshall Top-Teil, Frank? Ja, bei mir ist das schon schwieriger. Also ich bin jahrelang einfach mit dem Kabel in so ein Laney-Top-Teil rein. Ah, Lenny, Und aha. ja, so ein AOR Die fand ich ja mal 100 drauf. scheiße, aber gut, okay. Klingt gut. Naja, Klingt gut bei dir. jetzt aber nicht mehr. Und Ja. habe dann mal ein Effektgerät und ja, auch dann mal so ein Stimmgerät gekauft, wenn wir immer eins haben, dass wir hatten eins, das wir dann während dem Konzert uns übergeben mussten. Das war ein bisschen anstrengend dann zum Stimmen. Naja, klar. Ja. Und jetzt seit 2 Jahren mache ich noch so ein Projekt mit einem Schlagzeuger. Und dann bin ich auf den Film gekommen, mir jetzt massig irgendwelche Effektgeräte und Drehminen zu kaufen oder leihen oder auszuprobieren und habe mir jetzt so ein bisschen was zusammengestellt. Also jetzt habe ich dann schon so 5 verschiedene Pedale, die zusammen einfach einen Sound ergeben, Ja, zum Delay und so. okay. Ne? Ziemlich abgefahrene Nummer. Ne? Aber ich meine, ich finde den Sound sowas von beeindruckend irgendwie. Wie ist das Feedback so im Allgemeinen? Also nehmt ihr da was wahr seit der Veröffentlichung der Straßburg-LP? Mario? Es geht so. Also ich glaube, was uns so ein bisschen über Wasser hält, ist, dass es uns schon so lange gibt und dass dann halt wirklich immer mehr Leute auch darauf aufmerksam werden. Aber es ist jetzt, also wenn du jetzt nach irgendeinem Boom fragst oder so, hält sich jetzt schon wirklich in Grenzen. Höchstens in Frankreich immer ein bisschen mehr geworden, dadurch, dass wir da jetzt einfach auch auf größeren Sachen. Und es klingt jetzt richtig groß, so ist es natürlich nicht, ne? Aber dass man da jetzt auch mal in der Headliner-Position am Samstagabend auf so einem Festival in Paris oder Po spielen darf, zwischen den wahnsinnig tollen und wirklich super französischen Bands, die es da gibt, das ist schon eigentlich eine tolle Sache. Und das wäre jetzt vielleicht in 4, 5 Jahren noch nicht möglich gewesen. Aber in Deutschland geht es halt so. Also es kommen da schon immer Leute in den größeren Städten, auf den größeren Konzerten da, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass da jetzt wahnsinnig viel passiert. Ja, okay. Ja. Klar, es ist auch nicht so. Es ist jetzt gerade meine beschränkte Wahrnehmung irgendwie ein Stück weit. Aber ich bin zum Beispiel monatlich hier in Mönchengladbach auf dem Blue Noise Fest, wo eigentlich auch fast jedes Mal auch mehrere Noise-Bands sich vorstellen, international, Spanisch, Italienisch, Amerikanisch, Englisch, Deutsch. Und ich denke, das ganze Genre boomt momentan ein bisschen. Vielleicht auch noch sogar noch ein Stück weit profitieren von dem grassierenden Vinylboom, der irgendwie seit 2, 3 Jahren wieder verstärkt aufgetreten ist. Merkt ihr da was von? Wie viel verkauft man davon? Ist das noch die erste Auflage, die Straßburg? Oder seid ihr da schon bei der vierten oder was? In Frankreich haben wir relativ viel verkauft. In Deutschland läuft es, glaube ich, eher durchwachsen, muss ich sagen. Also das, was wir so hier an den in Plattenläden, glaube ich, noch zum Großteil da. Aber es ist noch die erste Auflage, aber vielleicht kann man bald mal was Neues machen. Also wir verkaufen bei den Konzerten eigentlich das meiste an dem Kram. Ja.
Wurde veröffentlicht von Gunner und Big Out Records irgendwie. Aber ihr habt wechselnde Labels. Das sind jetzt keine Stammlabels, oder? Ja, wir haben eigentlich jede Menge Labels, weil es doch dann viele Leute gibt, die sich schon sehr für die Art von Musik dann interessieren oder für Ten Volt Shock in dem Fall. Ja. Und dann hatten wir jetzt mittlerweile, also vor Gunner Records waren es 12 verschiedene und dann auch wirklich auch dann in den USA und so. Also schon, ja, viele verschiedene Leute in verschiedenen Ländern, die es interessiert. Ja. Und die halt auch bereit sind, ein paar hundert Euro zu geben und das dann auch rauszubringen. Ja. Das hatte ich auch gelesen, irgendwie, dass ihr mindestens einmal schon mal in den USA live gespielt habt, dann eine Tour gespielt habt. Erzählt mal, wie oft wart ihr schon da? Das ist eine Ach, Fehlinformation. ist. Ah, okay, alles klar. Ja, okay, shit happens irgendwie. Kurt war einmal in den USA. Wir waren noch nie in den USA. Wir waren Ah. letztes Jahr in Australien. Das war das Weiteste, was wir gemacht haben. Oh, okay. Wie kommt denn so ein Australien-Kontakt zustande? Das ist ja ein Riesenaufwand, erstmal dahin zu kommen. Also, war es eine richtige Tour? Wie das so ist, ich muss ein bisschen ausholen. Es kam ein Kontakt zustande zu einer australischen Band, Kids of Zoo, die uns kannten von einem Kerl aus Nancy, der vor ewigen Zeiten mal ein Konzert für uns dort veranstaltet hat, Aha. der dann nach Melbourne ausgewandert ist und da irgendwie unsere Musik auch mitnahm.
Und der hat das da irgendwie ein bisschen verbreitet und da wurden eben Kids of Zoo auf uns aufmerksam. Und als die nach Europa kamen, wollten sie unbedingt mit uns spielen und das war vor 2 Jahren. Und dann hatten wir ein Konzert mit denen in Freiburg und dann sitzt man so zusammen nach der Show und redet halt ein bisschen. Und dann hieß es dann auch so, ja, kommt doch mal nach Australien, wäre doch total lustig. Und klar, wäre es total lustig, ist aber auch total teuer und weit und ob sich das wirklich lohnt und so weiter. Und wir haben es halt jetzt einfach trotzdem gemacht. Und ja, das war schon, sagen wir mal, eine Erfahrung, ne? Aber so richtig touren kann man da eigentlich nicht, weil es eigentlich nur zwei große Städte gibt, in denen man halt wirklich gut auftreten kann, wo es auch eine Szene gibt, die sich dafür interessiert. Und alles drumherum ist halt wirklich plattes Land, wo man dann neben Pferdewetten und Bone Steak und den üblichen Verdächtigen, die da sitzen und ihr Bier trinken, halt dann noch spielt. Ja, klar. Aber Die, die. trotzdem war es großartig, also wirklich sehr interessante Leute getroffen, die dann auch wirklich sehr dankbar waren und uns alles. Also wir sind da wirklich auch mit leeren Plattenkoffern nach Hause gekommen. Ja, hört sich gut an. Ja, die Wege sind anders, ist ja klar, ne? Bei so einem Riesenland mit so ein paar Metropolen irgendwie, das sind natürlich da auch direkt ganz andere Entfernungen und Strecken, ne? Das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Aber schön zu hören. Das waren no 9 Konzerte in Australien. Ja, genau, oder? Weiß gar nicht, 9 oder 10. Absoluter Wahnsinn irgendwie. Hört man ja selten irgendwie. Aber jetzt in letzter Zeit irgendwie, wie war es? Die Nerven waren in Israel und Messer waren aktuell China, in ja. China, ne? Also irgendwie geht da auf internationaler Ebene ist da wieder ein ganz anderes aktuelles Interesse an deutschen Bands und mitunter auch an deutschsprachigen Bands, ne? Verrückte Entwicklung. Aber das muss dann halt dieses Undergroundige sein und dieses etwas kaputtere. Das scheint sehr attraktiv zu sein mitunter. Und ich habe gelesen, es gibt eine Tour-DVD. Ist das ein Konzert oder ist das jetzt so eine Doku oder worum geht's da? Ja, das ist so eine Mischung. Also es ist eigentlich ich glaube, die erste oder zweite Frankreich-Tour, die wir gemacht haben. Und da ist ein Freund von uns mitgefahren mit der Kamera und hat einfach mal ein bisschen gefilmt. Allerdings ist die Tonqualität am Ende dann so schlecht geworden, dass wir beschlossen haben, einfach ganz normale Aufnahmen von uns drüber zu legen. Und es war So. dann halt so die Herausforderung, das dann so zu schneiden, dass es irgendwie stimmig ist. Ah, Es okay. ist kein Live-Konzert geworden, weil einfach also die Soundqualität dann teilweise wirklich total grottig war. Das kann man dann irgendwie überhaupt niemandem mehr antun. Das Ja. sind Live-Szenen zusammengeschnitten, so ein bisschen auf der Au ja, Ja, ich genau. verstehe. Okay. Ja, wir hatten das Thema eben schon angedeutet. Beziehungsweise, ich wollte noch einen kleinen Bogen schlagen. Ja, war gerade 10 Tage auf Tour. Sind das zufälligerweise die Osterferien in Baden-Württemberg? Ja. Ja, ah, okay. Heißt also, ihr geht auch noch alle brav arbeiten. Und ich habe auch gelesen, ihr wohnt ja auch alle gar nicht zusammen. Hier steht wohnhaft im Schwarzwald, Luzern und Freiburg. Ich vermute mal, Ja. Mario ist aus Luzern, Ja, oder? Ja. also ich wohne da jetzt. Ich Ja. bin aus Freiburg. Genau. Und die anderen beiden in Freiburg, oder was? Nee, ich wohne in Eichhalden. Das ist auf dem Berg im Schwarzwald, So. bei Schramberg, Rottweil, Villingen-Schwenningen da in der Gegend. Okay, bin ich jetzt nicht so fit, Entschuldigung. Da Ja. habe ich nicht aufgepasst bei Erdkunde. Scheiße. Zwischen Freiburg und Stuttgart. Ah ja, Und okay. in dem Berg im Schwarzwald. Ja, okay. Ja, schöne Gegend auf jeden Fall. Und wie probt man dann da? Ihr habt noch den alten Proberaum aus Freiburger Zeiten, oder? Genau, also wir haben jetzt 9, aber der ist in Freiburg, genau. Ja. Und unser Schlagzeuger ist noch hier in Freiburg und da treffen wir uns dann immer hier im Proberaum. Ja. Und das ist für alle halt eine relativ okay Distanz zum Ja. Fahren, ne? Ja. Genau.
Habt ihr so noch eine Anbindung an die Freiburger Szene? Gibt es sowas überhaupt? Habt ihr eine befreundete Bands, mit denen ihr öfters schon mal gerne was tut? Frank. Ja. Hi, Ja, hi. klar, da gibt es ja ganz viele eigentlich, mit denen wir gerne was tun würden oder wieder tun. Müssen wir da jetzt ein paar aufzählen? Mario, helf mal. Also französische Bands gibt es immer massig gute Bands, mit denen man gerne tourt. Jetzt Deutsche, Dänemark zum Beispiel. Bitte? Er meint jetzt aus Freiburg. Aus Freiburg. Ja. Ah, dann nee. Okay, ja, ich kenne euch ja auch noch aus einem ganz anderen Kontext. Ihr hattet doch öfters was mit Turbostart, ne? Die sind auch ganz begeistert von euch und sind ganz große Fans. Die hat ja schon öfters in der Sendung und Ten Voltschok wurde mir immer nahegelegt. Die halbe Stunde ging ganz gut rum und ich fand es super interessant. Hab mir vorgenommen, euch live zu sehen, vorzugsweise mit Nico Fain. Da werde ich dann vielleicht mitkommen, wenn sich da eine Möglichkeit ergibt. Und ansonsten, ihr seid ja, ihr werdet auch mal wieder nach Nordrhein-Westfalen oder hier nach Norddeutschland im Allgemeinen kommen, oder? Auf jeden Fall, ja, klar. Ich bedanke mich bei euch für die halbe Stunde Zeit, vor allen Dingen jetzt nach 10 Tagen Tour. Jetzt habt ihr wirklich Feierabend und es war sehr interessant. Danke. Frank und danke Mario. Dankeschön. Ebenso. Tschüss. Tschüss. Ciao. Kopfpunk! Auf Punkrockers Radio.de